Ja, lieber Alfons, jetzt beginnt für dich endlich der Ruhestand oder sollte ich sagen der Teilruhestand. Herzlichen Dank für das stets gute Miteinander, das durch Ihre ruhige, ausgeglichene Art möglich war. Jedenfalls freue ich mich, dass das jetzt endlich soweit ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an unseren Besuch in Grönland mit dem Erzbischof. Und dieser kleine Schnappschuss ist ja, wo ihr beide auf der Bank sitzt und den Blick fast am Ende der Welt im hohen Norden auf das Meer hineinschaut. Jetzt zum Ruhestand wünsche ich dir vor allem Gesundheit, Entspannung, Gesundheit, Lebensfreude, die du sowieso hast. Dass du jetzt wieder mehr Zeit für Seelsorge hast. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit weiterhin wachsen sehen, dass Sie ja, zufrieden aus Ihrem jetzigen Aufgabenbereich scheiden können. Und dass du viele Reisen unternehmen kannst weiterhin. Dass er nicht nur ein schlafendes Schaf wird, die Hände in den Schoß legt, sondern das, was er an Erfahrung gesammelt hat und auch noch weiterhin einbringt. Dass unsere Verbindungsfäden bleiben, aber dass du mehr dazu kommst, in die Weite und in die Tiefe zu schauen, mit gesundheitlichem Wohlergehen. Leute werden ihn ansprechen, um Rat suchen. Und das sollte er, solange er es kann, auch weiter tun. Dass du vielleicht auch zu den Dingen kommst, nicht nur im Reisen, sondern was dir auch persönlich wichtig ist, im Unruhezustand, wie man so schön sagt, auch Dinge tun kannst, die sonst oft liegen bleiben mussten. Genießen Sie noch viele gute Jahre mit Reisen in die Provence, die Bretagne oder andere schöne Regionen der Welt. Darum möge der liebe Gott ihm auch eine gute und stabile Gesundheit erhalten. Und erschrick bitte nicht, da spreche ich im Augenblick aus eigener Erfahrung, wenn das Telefon demnächst dir still wird.